Guten Tag, da würde ich auf jeden Fall mal sagen, herzlich willkommen zu dem neuen Video von mir. Heute mache ich mal wieder so ein kleines Real Talk, weißt du? So red wieder, so was mir die Woche oder mein Leben passiert ist seit dem letzten Video. Nebenher backen wir einen Kuchen, ein Brot. Weil ich habe jetzt gerade momentan ein Seminar und da machen wir so Brot- und Backwaren durch. Und das fand ich mega interessant. Gut. Und da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen durchnehmen, das Thema. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zusammen in den Laden und werden erstmal Hefe kaufen, weil ich glaube nicht, dass wir zu Hause Hefe besitzen, geschweige denn anständiges Mehl, weil ich möchte so richtig geiles, Rohrgemischbrot machen, gell? Sag mal, sind wir hier im Ghetto oder was? Wir wollen ja jetzt ein Brot backen und da habe ich jetzt ganz Einfaches für euch. Ihr nehmt euch einfach eine große Schüssel. Ja, ich muss mich ein bisschen geduckt halten, weil sonst sieht man mich nicht. Ja, wie tragisch. Dann ein Mehl. Ja, ich habe jetzt mal das... Gut, dass wir überall die Marke sehen. Brotbackmischung Sonnenblumenbrot genommen. Ja. Das machen wir jetzt alles einfach mal da rein. Super. Jetzt weiß ich nicht. Mama, braucht mal die ganze Hefe? Natürlich brauchen wir die ganze Hefe. Und jetzt müssen wir ein bisschen Wasser dazu geben. Genau. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Hefe sich da drin auch aufgelöst hat. Und dann geht es ans eingemachte Knete. Ja, ich habe jetzt mal die ganze Hefe reingemacht. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung so war. Auf jeden Fall wollte ich euch noch was erzählen. Und zwar habe ich mir ja mal einen Helix stechen lassen auf der rechten Seite. Es war eine sehr große Überwindung. Meine beste Freundin hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Da würde ich mal Grüße an Michelle raushauen. Hab dich ganz doll lieb, mein Hase. Auf jeden Fall hat uns der oder sie den ganzen Spaß so circa 70 bis 80 Euro gekostet. Ich habe schon beim Stechen gemerkt, ich habe noch nie davor ein Piercing gehabt oder sonst was, nur Ohrringe. Zählt jetzt bei mir nicht als Piercing. Das ist einfach was, wo man haben muss. Stimmt's, Mutter? Genau. Da habe ich schon beim Stechen gemerkt, dass der Vollpfosten sie nicht mehr alle hat und das voll komisch gestochen hat. Man muss es normalerweise so stechen. Er hat so gestochen. Er hat dafür als Ausrede genommen, mein Ohr ist zu unförmig. Ich, wo überhaupt keine Ahnung habe von irgendwelchen Piercings, habe schon gemerkt, dass der Volldubel eine richtige Scheiße an meinem Ohr gebaut hat. Schon allein, wie er das gestochen hat und seine Hände und wie er meine Haare auf die Seite gemacht hat. So, ich so, ja, Bäpse weg. Also, nee, ich will nur nicht, dass die Haare in den Stichkanal reinkommen. Ich dachte, du elendige Miesgeburt, hättest mal gemacht. Auf jeden Fall habe ich natürlich... während dem Stechen gedreht. Ich kann euch ja mal meine Szene einblenden, wo mir das Helix gestochen worden ist. Meine Reaktion war ja einfach so, juckt mich jetzt nicht unbedingt so krass. Könnt ihr mal anschauen, schaut mal. Ja, Bepse weg, ist egal. Ja, ist einfach so, bleib mir den Kopf verdrehen. Wird nur kein Haar mit beiziehen, das steht keiner. So ein außerirdisches Ohr, oder was? Nee, ich hab jetzt... So eingewöhnt, ja. Liegt in der Familie. Oh nein! Oh nein!
schon ein besonderes Ohr. Hat der Schule gehabt, also. Das gewollt mich. Hin und wieder mal vor. Ihr habt es gesehen, der Typ hat es volle Kanne verkackt. Meine Emotionen sind sowieso bei minus 17 statt 1 plus. Hätte ich mein Gesicht nur ein bisschen verzogen, so ein bisschen ins Auge verzuckt, ja, so. Meine Freundin Michelle, die hätte sich dann nämlich hingesetzt, weil sie ganz genau weiß, wenn ich Schmerzen zeige, dann wird sie in dieser Situation sterben. Sie war halt danach noch, weißt du, hatte einen schönen Tag, ja. Aber das war ein wahnsinnig schöner Tag. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall waren. Ja. Ich weiß gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Und dann eben am Abend, wo ich dann nach Hause gegangen bin, weil ich bin ja jetzt nicht so ein Mensch, wo unbedingt gerne feiern geht. Ich bleib dann lieber daheim und feier mit Instagram. Ja, keine Freunde. Da bin ich Richtung Haustür gelaufen und dann habe ich schon von Weitem gesehen, oh, mein Nachbar. Wirkt? Yes, Maria. Und dann laufst du so ganz normal und dann merkst du, oh, die guckt zu dir rüber, weißt du? Und dann laufst du so ganz langsam. Dann machst du so, als ob du noch jemanden siehst und winkst so. Ja, wo bist du? Da vorne kein Mensch, gell? Jürgen! So 10 Minuten habe ich für den Heimweg dann gebraucht, letztendlich. Von der einen Straßenseite zur Hausgangstür. Oh, das war der Wahnsinn. Ja, dann laufe ich dahin um die Ecke und dachte mir, ja, jetzt dürfte sie schon längst daheim sein. Nee. Da hast du falsch gedacht, Jasmin. Wer stand nicht an der Tür und hat auf dich gewartet? Ja, meine liebe Nachbarin! Da habe ich mich aber gefreut. Ja. Ich kann es euch ja mal gerne nachspielen, wie das ungefähr ausgesehen hat. Ja, hallo, Meidele! Hat die Tür aufgehoben, gell? Mensch, Frau Jessner, das ist aber lieb von Ihnen. Vielen Dank, gell? Ja, Meidele, wie geht's? Hast du Urlaub? Nein, eigentlich gerade nicht. Ja, schön, ja. Gell? Was macht Mama? Meine Mutter, weiß nicht, ich glaube, sie kocht gerade. Ja? Und Oma? Meine Oma ist doch schon vor 4 Jahren gestorben. Oh, Jesus, nein. Oh, Jesus, na ja, mein Mann auch vor 75 Jahren. Ja, Jesus, Maria. Ja, ich weiß, wie dich fühlt. Mädle. Oh, je. Yeah. Oh, je. Yeah. Okay. Oh, Jesus, Maria, sind wir jetzt schon angekommen, gell? Das ging jetzt aber schnell, gell? Also, Meidele, wünsche ich euch einen schönen Tag, gell? Ich gucke jetzt mein Tagesthema. Ach was, oh nein, so eine Schande, aber auch Frau Jessen, einen schönen Abend Ihnen, gell? Tschüss! Oh, Leute, nicht wundern, ich habe nur ein anderes T-Shirt an und es ist schon ein bisschen später. Bisschen ist gut, ich glaube 3 Stunden. Auf jeden Fall, mein Brot ist jetzt fertig. Sieht von vorne so aus. Geht voll klar. Von unten, wie ein Brot, aber von oben, das war ein bisschen zu lang im Ofen. Was es uns noch verrät, ist einfach ein Ziegelstein geworden, Alter. Ja, da habe ich mir mal da so ein Stück abgeschnitten, ja. Das ist keine gute Menge, ja. Mein Bruder hat schon mal getastet, er findet es lecker. Mmh. Oh ja. Mhm. Mmh. So leckeres Brot habe ich noch nie probiert. Auf jeden Fall danke ich natürlich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit diesem Video. Fazit von diesem Video: Ich werde keine Bäckerin. Das lassen wir mal lieber. Damit könnte ich jetzt meinen Bruder abschmeißen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.